auf Pokémon Stadium. Geh jetzt ein bisschen Luft, frische Luft einatmen. Okay, dann sind wir jetzt wieder in Stereo außer Sodrek, wie ich jetzt gelernt habe, wie man ihn ausspricht. Möchte auch kommentieren. Klar. Okay. Wieso nicht? Er möchte Sodrek mit Doppel-D. Jetzt auch. Team T, was soll das, Mann? Ich wollte nicht grammen, ich wollte einen Upsmash machen, so floss. Aber? Der ist nichts, der Mistkick ever. Oh Mann. Mann, also das wäre sein Set gewesen, hätte er einfach die Upsmash bekommen. Nach dem ersten. Ich hab was gespielt, Freunde, und dann. Oh, nein! Ich hab quasi auf R gedrückt und dann wurde das nach oben A. Ah, Mann. Naja, egal. Zu aufgeregt. Das ist echt gemein. Oh, war doch mega schlecht, ey, keine Ahnung. Dein erstes Match war gut, ja? Du hast es noch gut. Naja, also komm, ich fand am Anfang hast du ziemlich komisch gespielt. Du hast erst bei deinem Freestyle Comeback hast du immer richtig gepunished. Aber am Anfang warst du irgendwie, ich weiß nicht, warst du nervös oder so? So, aber es ist generell gegen Peach so, weil Peach hat ihre Downsmash, wenn Fox, und dann fliegt Fox schnell von der Stage runter und dann gegen Peach ist immer scary gegen so als Fox. Selbst wenn das für Fox gut ist, man muss nur immer ultra konzentriert bleiben. Du kannst auch. Du hast sehr oft verkackt, wo du im Shield warst und er dich gedownsmashed hat. Dann kannst du punishen und Wave Dash out of Shield Grab machen. Ja, die Sache ist, keine Ahnung, ich stürze mal ein und tilte mein Shield nach oben. Und dadurch schießt er mich. Es war auch mit der Plattform immer. Ich war auf der Plattform und oben hab geschielt, aber nach oben die reinzumachen. Weil es getroffen wird. Aber dann wurde ich auch getroffen, weil mein Shield nach oben gegangen ist. Was? Oh Mann. Wenn du auf der Plattform bist. Achso, ja. Ich wollte nach oben die ein. Ja. Und das war halt der Shield nach oben. Okay, aber jetzt gucken wir uns das Match an. Imperfect gegen Liver. Imperfect holt sein Main heraus. Und, oh, Liver. Ah, sehr, sehr schön gesehen. Oh, da war ein guter Grab. Up Throat Surf Smash. Bei Sheik nicht unbedingt, oder? Nee, das meinte ich nicht, als ich schön meinte. Ja, Liver hat's ja probiert. Das geht nur gegen Spaces, wenn der andere nicht die Eid und gegen Captain Falcon bei tiefen Prozent, glaube ich. Und ansonsten weiß ich nicht gegen wen. Ich glaube gegen irgendwie Donkey Kong auch oder so. Und gegen. Ah, sehr interessant, aber hat nicht funktioniert. Und. Oh, kommt wieder. Oh, das war. Oh, die. Das macht Liver irgendwie oft mit der Charge F Smash, aber jetzt gerade war es sehr schlecht und punishbar. Gute Stage Control von Imperfect. Sehr schöner Abschild, sehr schön gesehen. Oder beziehungsweise Guri, dass er runtergeht. War, glaube ich, nicht gesehen. Okay, Liver holt sich den ersten Sock gegen Imperfect, sehr interessant. Oh, und punisht die Downsmash nicht. Einfach Downsmash spam. Das ist auch generell schwierig, wenn du 4% hast an der Ledge. Da musst du wirklich Ledge-Stamm machen. Weil du sonst bei allem langsam aufstehst. Oh, und kriegt den Check Chase nicht. War gereadet. Sehr hart. Oh, sehr nice. Oh, sehr nice Spot Dodge. Und wo war der Grab? Wo war der Grab? Oder Upsmash auch. Oh, sehr schön. Nadeln. Und Downsmash. Oh, das ist schwierig. Ja, nice Tech. Das war schwierig an der Stelle zu Edgeguarden. Liver ist dran, Liver ist dran. Oh, schade. Ein Trade. Verliert Fox immer. Fast immer. Oh, sehr schön Shielden. Oh, krieg nur die schwache Hitbox. Oh, verpasst! Man vergisst immer, dass man gegen Sheik so viel Zeit hat, nachdem er auf der Plattform landet. Man muss nicht immer so ultra sofort reagieren. Oh, und verpasst den Follow, aber kriegt punish den Air Dodge mit einer schönen Down Air und den Rest konnte ich nicht mehr verfolgen. Imperfect in der klaren Führung und wow, erst gegen die Nadeln. Oh, schon wieder, verpasst den Grab. Das macht er sehr oft, statt Grabben einfach durchlaufen. Ich weiß nicht, was er heraus... Ich weiß, ja, oder so. Oder einfach Grabben. Ich weiß nicht, was er herausbaiten möchte, aber Grab oder Upsmash ist immer eine gute Option, weil... Oh, vor allem Grab. Oh, sehr schön gesehen, dass die Dash Attack. Das ist echt nice. Es sieht man nicht oft, aber das ist immer nice, wenn man in die Dash Attack von Sheik reinkommen kann. Das passiert nicht oft, aber das ist immer nice. Obwohl, beziehungsweise doch, das passiert auf Dash Attack to Dash Attack, aber. Nein, ich meine so Aerial to Dash Attack, so. Ja, passiert halt manchmal.
Okay, nächstes Match auf Final Destination und Imperfect nimmt Marth. Oh, Marth. Das ist die Scheiß-Stage für Fox. Gegen Marth, wegen Chain Grabs. Oh. Fox gewinnt zwar das Neutral-Game, ganz klar, aber Punish-Game ist einfach im Moment wichtiger. Das gewinnt Marth, ganz klar. Und? Oh, sehr schön. Da hätte vielleicht auch eine Neutral-B geklappt, aber ich glaube, die wäre nicht schnell genug gewesen. Sehr schöner F-Smash, sehr viel abgedeckt. Sorry, ja, Sodrig, ich lass dich fast nie sprechen. Ich bin eh immer... Ich bin nicht so unbedingt so ein Kommentator, ich bin eher im Spiel vertieft. Oh, sehr nice. Man muss da eigentlich ganz klar immer weg, die einen, aber ich glaube, er hat irgendwie nicht. Ja, da ist er hätte einfach rauffallen sein. Ah, schade. Fair hat ganz klar nicht gereicht vom Timing her. Oh, und verpasst den Wave Dash. Hatte eigentlich sehr schön gespaced und die Get Up Attack rausgebaitet und oh. Ah, der F-Smash. Einfach rein damit. Nee, ich glaube, man kann es auch Reaktion machen. Man sieht, dass der andere den Double Jump macht. Ja, klar. Und ich glaube, das war das. Interessant mit der. Oh, und? Ah, er kommt noch. Nein, das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Ja, die hat nur ganz leicht getroffen. Hat den Start nach oben, eher nach unten verloren. Oh, und da war schon die Dautschild. Und der Chang Rap. Sehr schön. Oh, es geht weiter. Hat den Take verpasst. Ah, Tipper. Es ist ein Four-Stock, meine Güte. Das war bitter. Nicht schlecht. Ja. Also anscheinend hat Liver das Marth-Matchup nicht so gut drauf. Ja, es ist einfach so, Fox muss das Neutral-Game gewinnen und Marth muss das Punish-Game gewinnen. Also das ist immer die Sache. Sobald Marth in der Combo ist, muss Marth die so weit ziehen, wie es geht. Und Fox hat nicht so Ultra-Kombos gegen Marth, außer irgendwie ab. Fox muss einfach durch Spacing und einfach das Neutral-Game gewinnen. So muss Fox das Spiel gewinnen. Deswegen muss als Fox einfach viel konzentrierter irgendwie sein. Ja. Ich will nicht sagen, dass Marth irgendwie einfacher ist oder so, aber ich meine irgendwie, das ist einfach sehr hart. Jetzt sehen wir Akuma gegen VK. Heißt es,